Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Outlaws. Wir müssen das Relikt der Königin bringen. Wird wahrscheinlich eine kürzere Folge heute, das weiß ich jetzt noch nicht, aber bei mir ist erst 17.35 Uhr, an dem Tag, an dem das Video kommen soll. Bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, direkt die Aufnahme gestartet. Ja, ich bin ein bisschen knapp dran, aber egal, das kennt man ja bei mir. Von daher, voll gut. Wir bringen das Relikt zur Königin. Schauen wir mal, was passiert. Und dann erörtern wir die Situation neu. So nämlich. Erstmal da zur werten Dame gehen. Aber warum schleichst du? Wir kommen ja freiwillig. Also wir wollen ja nicht einbrechen. Das Mönchstor. Hey! Ich hab was. Bleib stehen. Hey, hör mal. Ich habe euer gestohlenes Relikt und ich will es der Königin zurückgeben. Das Ban Pudira. Gib es mir. Ach, nichts für ungut, aber ich möchte es ihr persönlich geben. Du kannst passieren. Okay, danke. Sind wir jetzt Freunde, oder? Penny 5, rate mal, wer die Königin trifft. Das Relikt muss sehr wichtig sein. Gut gemacht. Du solltest aber aufpassen. Was? Wieso? Sie könnten dich für den Dieb halten. Hm, stimmt. Das wird schon. Hm, alles überwacht. Crimson Dawn hat's drauf, das muss man ihnen lassen. Ja. Lass mich rein. Hey, ganz ruhig. Das Ban Pudira. Wer bist du? Kavas, eure Majestät. Sie hat nach der Bombenbauerin gefragt. Aber ich habe auch euer Relikt von Crimson Dawn zurückgeholt. Unsere Expansion machte uns angreifbar, Mutter. Nein, sie macht den Schwarm stärker. Wir brauchen den Outer Rim nicht. Unser Platz ist hier. Es ist beschlossen. Naja, ihr habt das Relikt. Lasst die Ankh jetzt gehen? Die Bombenbauerin? Sie ist entscheidend für unsere Expansion. Aber der Schwarm hat auch Verwendung für eine Diebin wie dich. Arbeite für uns. Dann lassen wir Ankh gehen. Mutter. Wir sind im Geschäft. Schön. Und ihr klärt den Rest dann unter euch. Okay. Ich habe eine Nachricht von der Thronerbin des Ashiga-Clans. Wenn du Ankh wirklich willst, komm in die Cantina von Tijimi. Wir haben viel zu bereden. Haben wir das? Klingt, als wollte Krisk ein Geschäft vorschlagen. Vielleicht. Aber Ashiga widersetzen sich ihrer Königin nur selten. Außerdem hat uns der Ashiga-Clan Aufträge angeboten. Einer davon stammt von Danka. Sie hat ja eine Nachricht auf dem Schiff hinterlassen. Na gut, vielleicht sehen wir uns das mal an. Okay, wir sind jetzt mit einem guten Ruf beim Ashiga-Clan. Bei Crimson Dawn war er mal ausgezeichnet. Ist aber noch schrecklich. Ja, der ist ordentlich runter jetzt bei Crimson Dawn, aber was soll ich machen? Auftrag, Sona Plondu. Bist du hässlich, Junge. Dieses. Tatooine vom Ashiga-Clan, okay. Das ist das von Danka und Dart Subterra. Ist es das da oder? Oder welches ist das mit der? Keine Ahnung.
Bis mal da hingehen? Kann ich eine Schnellreise dahin machen? Ich kann tatsächlich eine Schnellreise nach Mos Eisley machen. Aber nicht da in die Nähe. Dann gehen wir hier hin. Machen wir mal das zuerst, komm. Von einem anderen Planeten. Ein Ashiga. Die Ashiga fangen langsam an, mich zu mögen, glaube ich. Die Königin belohnt treu. Weiter so. Okay. Dann gehen wir mal ich in die hoffe, Kantine. Crimson Dawn erfährt nichts davon. Genau das ist allerdings ihr Handwerk. Ja. Unangenehm. Naja. Werden wir schon irgendwie hinkriegen alles. Ich habe noch nie so viele Kopfgeldjäger an einem Ort. Laufe ich richtig? Ja. Geht auch hier durch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell zurück in Tatooine bin. Aber naja. Und ja, Jabba einen Besuch abstatten. Ist denn hier der Eingang? Ist hier? Moin. Das bist du, ja. Die Schwarmlose. Wir kennen dich. Wir... Nein, ich brauche deine Dienste. Du gehörst zu den Ashiga, stimmt's? Was machst du so weit weg von zu Hause? Ich leide. Eine Myrmitrix sollte sich nicht von ihrem Schwarm trennen. Es ist... widerlich. Oh, das, tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern Hilfe. Das Huttenkartell plant einen Waffenverkauf. Du wirst sie ausrauben und die Ware zu mir bringen. Zum Wohle des Schwarms. Ich bekomme normalerweise Kredits. Ah, ja, natürlich. Vergib mir. Ich habe wenig Umgang mit Individuen. Es ist... widerlich. Unangenehm. Du wirst bezahlt werden. Soll ich mich vorstellen, um unsere individuelle Beziehung zu stärken? Klar, warum nicht? Ich bin Sizzik. In Ordnung, Sizzik. Eine Waffenlieferung kommt sofort. Mich kennst du ja, mich kennen alle. Waffenschmuggler. Ach, was meinst du, Andy? Das Huttenkartell ist ein Unternehmen wie jedes andere. Jede Transaktion wird dokumentiert. Na gut, mal sehen, ob ich in ihr System reinkomme. Ja. Mal sehen. Cooler Name, Sizzik. Riechst du etwas, das du willst, Nix? Was ist los, Kleine? Was hast du gefunden? Ey, Vorsicht, Kumpel. Du weißt ja nicht, wer oder was hier in der Nähe ist. Was ist hier? Ja, komm. Ist es da drüben? Was hast du gefunden? Perfekt. Komm ich hier hoch? Nee. Ja, nix. Also... ja, ich kann hier nicht hoch, nix. Also... hier auch nicht. Sehr gut. Aber hier. Okay. Ich bin doch da. Warte, Nix. Ich passe hier nicht durch. Ach, Nix. Das abknallen kann ich nicht. Ja, was soll ich da machen? Nix. Ich hätte einfach da durchlaufen können. Ja, also... Nixie Boy. Was,
Was genau willst du von mir? Wie soll ich da nach drüben kommen? Hier klettern kann ich nicht. Sag mal. Irgendeinen Weg muss es ja geben. Ah. Muss ich außen rumgehen oder was? Kann ja eigentlich auch nicht sein, oder? Ist, glaube ich, auch nicht Sinn der Aufgabe hier. Ja, du gehst wieder hier durch, ne? Ja, natürlich. Kann hier nirgends hochklettern. Ach, Mädchen, kann ich vielleicht hier nach drüben gehen? So. Ist es das? Ich glaube, das funktioniert. Oh, endlich. Das war doch... Ja, das ist es. Okay. Gut. Wehe, das geht jetzt auch lange so nix. Ey! Nix. Böser nix. Du willst mich doch ficken, Junge. Ja, was soll ich denn jetzt machen, mein Kleiner? Was hier durch? Ja? Ah ja, hier bist du ja. Nix, du wohnst hier nicht. Was hast du denn? Ja, nein, das ist nicht gewesen. Neuer Sammelgegenstand. Winziges Schiff. Ja, okay. Hier riecht's gut, was? Sehen wir uns das mal an? Nee. Wir sehen uns nämlich erst morgen wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.